Hallo, herzlich willkommen. Lange Zeit, dass ihr was von mir gehört habt, ne? So, auf jeden Fall erste Infos wieder. Ich hatte ja schon vor, ja, mittlerweile sind es 10 Monate, dass ich gesagt habe, ich mach weiter. Ich habe lange Zeit überlegt, ob ich einen neuen Kanal aufmache oder nicht. Das irritiert mich gerade, aber naja. Und ich habe mich letzten Endes dazu entschieden, ich mache auf Rage weiter. Nur ich weiß noch nicht, was genau ich weitermache, warum auch immer der mich nicht in die Diskussion rein, also in die Kommentare. Jetzt! Sind Kommentare. Welche denn? Okay. Dadurch, dass der im Doppelpack da ist, einmal weg und einmal Feuer. So. Ja, unter anderem halt wegen dem hier. Danke im Übrigen euch Kelbis. Das ist auch ein Grund, weswegen ich weitermachen werde. Mal gerade kurz gucken, wie sieht es bei denen eigentlich aus? Uiuiui. Wie viele seid ihr jetzt eigentlich noch? Ach, nur noch zu zweit. Verändert sich alles in der Zeit. Eieiei. Ich verquatsch mich hier schon wieder 10.000 Jahre. Und zwar werde ich das jetzt folgendermaßen machen. Ich habe es jetzt leider nicht mehr offen. Aber bam, man sieht es eigentlich schon im Hintergrund, was definitiv wiederkommen wird. Mikrofon muted. Ja, ich bin nebenbei noch auf Teamspeak. Und zwar wird das League of Sound Legends muted. sein. Also da. Des Weiteren werde ich das hier ein paar Videos auf jeden Fall hochladen. Und dann das kommt weg. So. Und das ist nicht mehr installiert. Genauso wie das da. Sorry, dass ihr das jetzt mitseht, aber lieber jetzt als gar nicht. Des Weiteren wird das da kommen. WoT. Wenn Lust und Laune da ist, vielleicht mal WoWs, also World of Warships. Das hier wäre auch eine Überlegung, muss ich mal gucken. Aber da möchte ich, dass ihr entscheidet, ob MMOs laufen sollen oder nicht und wenn ja, welche. Bitte kommt mir nicht mit Euro Truck Simulator 2 Multiplayer, denn das werde ich nicht mehr spielen. Es haut mir nur alles kaputt, was ich mir im Singleplayer alles erfahren habe. Hab ich keinen wirklichen Bock drauf. So, hin und wieder könnten man auch mal das machen. Entscheidend aber ihr. Bei Diablo 3 wäre ich auch dabei. So, aber hauptsächlich entscheidet ihr wegen MMOs, was läuft. Und zwar hätten wir da zur Auswahl Aura Kingdom, Fiesta Online, World of Warcraft und Guild Wars 2, Wildstar und Ion Free to Play. Das wären die, die ich momentan installiert habe. Auf Wunsch kann ich gerne auch andere machen, wenn Zeit und Möglichkeit da ist.
So, das nun mal dazu. Wie gesagt, schreibt einfach in die Kommentare, was ihr davon gerne hättet. Ich bin dann erstmal wieder raus und wir sehen uns, oder besser gesagt, wir hören uns in den neuen Videos. Ciao!